Ulrike Kramm benennt in ihrem Lebenslauf folgende Forschungsthemen. Ganz schlicht. Elektrokatalyse für energierelevante Reaktionen, spektroskopische Charakterisierung und Synthese von edelmetallfreien Katalysatoren. Viele von uns erkennen, hier geht es um unsere Energie in der Zukunft, um unsere Mobilität, um Antrieb, um Umwelt. Themen, die uns sicher alle interessieren. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tragen zum technologischen Fortschritt auf diesen Gebieten bei. Direkt oder indirekt. Ulrike Kramm tut dies in ganz außerordentlicher Weise. Mit sehr, sehr hoher Sichtbarkeit in einem breiten wissenschaftlichen Fach und in unserer Gesellschaft. Verwendet man edelmetallfreie Katalysatoren in Brennstoffzellen, kann man zum Beispiel kostengünstigere, umweltfreundlichere Autoantriebe herstellen. Eisen-, Stickstoff-, Kohlenstoffkatalysatoren könnten Platinkatalysatoren ersetzen. Ulrike Kramm stellt solche Materialien nicht nur her, sondern untersucht sie mit innovativen, von ihr entwickelten und getriebenen in-situ-spektroskopischen Verfahren in einzigartigen, sehr eleganten Experimenten. Und so gelangen ihr damit Einblicke in die Elektrokatalyse, die anderen so bisher nicht gelungen sind. Wissen über das katalytische Zentrum, über Ladung und Spinzustände der beteiligten Spezies, also über die Ursachen der katalytischen Effekte, erlaubt es, neue Katalysatormaterialien rational zu entwickeln, jenseits von Trial and Error. Energie und Antrieb sind nicht nur Stichworte, um das Forschungsgebiet von Ulrike Kramm zu thematisieren, sie passen auch auf die Person. Seit Beginn ihrer eigenständigen Laufbahn haben die wissenschaftlichen Arbeiten von Ulrike Kramm Pioniercharakter. Sie sind innerhalb der Fachgemeinschaft viel zitiert und außerhalb der Fachgemeinschaft bekannt und anerkannt. Die Arbeiten von Frau Kramm wurden immer wieder mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Curious Mind Forscherpreis der Merck KG und des Manager Magazins im vergangenen Jahr und dem wichtigsten Nachwuchspreis der TU Darmstadt im Jahr 2018. Die Mittel für ihre erfolgreiche Forschung hat Frau Kramm fast sämtlich selbst eingeworben. Seit 2017 leitet sie eine BMBF-Nachwuchsgruppe im Programm Nanomat Futur. Ihre Juniorprofessur trat sie 2015 an, nach mehrjährigen Postdoc-Aufenthalten in Kanada und am Helmholtz-Zentrum Berlin, einer Gastprofessur an der TU Berlin sowie Tätigkeiten als Wissenschaftlerin und Entwicklungsingenieurin auf dem Weg zu ihrer Promotion an der TU Berlin. Ursprünglich ausgebildet als Ingenieurin für physikalische Technik, verbindet sie in ihrer Forschung und Lehre jetzt die Chemie mit den Materialwissenschaften. Es gibt nur wenige Kolleginnen und Kollegen, deren Persönlichkeit, Vita und wissenschaftliche Leistung natürlich uns einen vergleichbaren Eindruck von Zugkraft, Wirksamkeit und Brillanz vermitteln. Ich beglückwünsche Frau Professorin Dr. Ulrike Kramm sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung.